Wagner die Gelegenheit, diese Debatte abzuschließen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ich zitiere in dieser Debatte gern einen Satz von Wolfgang Schäuble. Die europäische Einigungsidee ist vielleicht die beste Idee, die die Europäer im 20. Jahrhundert hatten. Und sie ist mit Sicherheit die beste Vorsorge Europas für das 21. Jahrhundert. Und ich füge aus persönlicher Sicht gerne an, wenn ich mir vor Augen führe, welche Verpflichtung ich gegenüber der Generation meiner Kinder und Enkel habe, da ist die Verpflichtung, mich für die Zukunft Europas einzusetzen, eine ganz zentrale Aufgabe. So erlebe ich es und so will ich es auch wahrnehmen. Und so sehr wir Gelegenheit haben, diesen Feiertag, 60 Jahre römische Verträge, mit Dankbarkeit zu begehen und auf die letzten 60 Jahre auch mit Genugtuung zurückzublicken, so sehr sollten wir uns klar darüber sein, welche Probleme uns in den nächsten 6 Jahren erwarten. Wir sprechen im Europaausschuss über die Bewältigung des Brexit. Wir wissen über Zentrifugalkräfte der Europäischen Union und vieles andere mehr. Und deshalb ist es, glaube ich, angemessen, dieses Jubiläum einerseits mit Dankbarkeit für das, was erreicht wurde, aber andererseits auch mit Problembewusstsein für das, was an Aufgaben unmittelbar vor uns steht, zu begehen. Und so finde ich es eine gute Fügung, dass gewissermaßen in dieses Jubiläum hinein das Weißbuch des Kommissionspräsidenten, der Bratislava-Prozess, der Bericht des Europäischen Parlaments zum Zustand der EU und mögliche Perspektiven verabschiedet und beraten wurde. Und ich glaube, wer sich mit diesen Papieren beschäftigt, weiß, dass wir die Probleme, die vor uns liegen, nicht allein mit Euphorie, mit Mut schon, aber nicht allein mit Euphorie bewältigen werden, sondern dass wir sehr viel Nüchternheit brauchen. Und im solchen Sinne dieser Nüchternheit habe ich mir erlaubt, ein Problem in dieser Debatte einmal aufzugreifen, was mich besonders umtreibt und wo ich die Ursache mancher Schwierigkeiten der Europäischen Union sehe. Und das ist die Frage nach der demokratischen Legitimation, über die wir gestern im Ausschuss schon ein wenig diskutiert haben. Um es klar zu sagen, ich widerspreche jedem, der vom Diktat der Kommission spricht, wenn es um Rechtsetzungen geht, die wir der Europäischen Kommission als Nationalstaaten übertragen haben. Aber ich kann nicht übersehen, dass die Entscheidung in Brüssel oft genug so wahrgenommen wird, als wäre es ein Diktat von oben. Und dass sich ein Gefühl breit macht, wenn ich Peter von Kielmannseck zitieren darf, dass die Luft, je höher wir in den demokratischen Institutionen wird, desto dünner wird. Warum ist das so? Es ist so, weil der natürliche Ort demokratischer Legitimation in den Nationalstaaten und in den nationalen Parlamenten liegt. Das Europaparlament ist eine großartige Erfindung. Es ist eine unverzichtbare Institution, aber es ist kein Ort repräsentativer Demokratie, solange wir kein europäisches Staatsvolk haben und solange wir nicht davon ausgehen können, dass wir eine europäische Öffentlichkeit als Ort gemeinschaftlicher Meinungsbildung haben. Und das ist, werfen Sie mir doch sowas nicht vor, und das ist das Dilemma, in dem wir uns bewegen. Und indem wir uns zurechtfinden müssen und wo wir uns auch nicht wundern dürfen, dass manche Prozesse, mit denen wir uns herumschlagen, entsprechend kompliziert und schwierig geworden sind. Demokratie ist konstitutiv für die Europäische Union und deshalb müssen wir Lösungen suchen. Und ich erwähne es und wünsche mir, dass es in die Debatte über das Weißbuch mit einbezogen wird. Einerseits
das hat Herr Frey schon gesagt, Stärkung des Subsidiaritätsprinzips, weil es ein Instrument ist, gewissermaßen demokratische Willensbildung entsprechend zu ordnen. Das Zweite, das politische Mandat der Kommission sollte unter den gegebenen Umständen nicht ausgebaut, es muss wohl eher begrenzt werden. Und drittens, die Vision eines europäischen Staatsvolkes mag eine Utopie sein, aber wir müssen uns trotzdem bereit sein, uns in diese Richtung zu bewegen. Und ich denke, dass Dinge wie die Weiterentwicklung der Unionsbürgerschaft, wie die Verständigung über grenzüberschreitende gemeinsame kulturelle Identifikationspunkte, wie meinetwegen auch das Interrail-Ticket, was in dem Zusammenhang durchaus einen Beitrag leisten kann, das alles sind Beiträge, die wir zur Stärkung mit der Identifikation für Europa brauchen. Das vielen heißt, Dank. Vielen mein Dank, Wunsch, Herr Dr. Bergner. Mein letzter Satz, mein Wunsch wäre es, dass wir dieses Jubiläum nicht nur mit Rückblick in Zufriedenheit feiern, sondern dass wir dieses Jubiläum als einen Arbeitsauftrag zu betrachten, denn es liegen schwierige Probleme vor uns, denen wir uns widmen müssen, und zwar nicht nur mit Euphorie, sondern auch mit Nüchternheit und Problembewusstsein. Dankeschön. Vielen Dank. Die Aktuelle Stunde ist damit beendet und sie ist etwas länger geworden.